Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und Segment 3. Die Greifer Stufe 3 steht heute an. In Bangkok. Wen Tsai. Ja, keine Kopfschüsse, diesmal dran denken. Beziehungsweise nur Kopfschüsse, keine Schüsse, die nicht in den Kopf gehen. Oh, ein bisschen längerer Text heute. Okay, Wen Tsai ist ein im gesamten Pazifikraum und darüber hinaus berüchtigter Restaurantkritiker. Ah, okay. Ich bekomme so langsam Gefühl, Gift könnte im Spiel sein. Der weltgewandte und kultivierte Mann hat eine beispiellose Schwäche für genusssüchtige Perfektion. Er reist um die Welt, um in seinem vielbeachteten Blog und verschiedenen Lifestyle-Magazinen über die feinste Küche zu berichten. Er fühlt sich über ordinäre Kriterien wie Konsistenz und Geschmack erhaben. Stattdessen betrachtet er seine Arbeit als ganzheitliche Erfahrung und belästigt seinen Gaumen nicht mit solchen Banalitäten. Sein Kreuzzug gegen die Geschmackshausierer hat ihm eine Anhängerschaft eingebracht, die sich an seinem beißenden Witz und seiner grausamen Detailversessenheit berauscht. Während eines Restaurantbesuchs in Shanghai streamte er live eine ausufernde Tirade, weil sein Urgletscherwasser 2 Grad zu kalt war, laut seines patentierten IR-Thermometers. In Auckland brachte er eine Stunde damit zu, das Küchenpersonal zu maßregeln, weil die Farbe seiner sizilianischen Trüffel nicht mit dem Teller korrespondierte, auf dem sie serviert wurden. In Tokio verbrachte er ein ganzes Wochenende damit, jedes einzelne Gericht der Kabi Lounge genauestens zu zerlegen. Er achtet peinlichst genau darauf, welche Nährstoffe er zu sich nimmt, damit er nicht den Grundbedürfnissen verfällt. Aus diesem Grund hat er die von ihm so akribisch kritisierten Gerichte tatsächlich nie probiert. Ach, was ein Typ. So, schauen wir mal. Also Restaurantbereich oben sehen wir hier schon mal. Good evening, 47. Your target is Wen Tsai, the highly influential Southeast Asian food critic. He is notorious for his sadistic attention to detail and relentless criticism of the smallest errors. The client is the partner of a Singaporean chef driven to suicide by the target's cruel response to a bottle of overchilled ice water. We have learned that the target will be at the Himapan Hotel in Bangkok, where he plans to review that hotel's award-winning cuisine. Complicating matters, the target has recently retained a private security team in response to his increasing notoriety. The clock is ticking, 47. Good luck. Ein Security Team gleich auch noch. Okay, als wenn einer nicht reicht. So, wo starten wir denn hier? In der Küche wäre gefühlt. Kellner, Küche. Als Koch wird man halt leider sehr, sehr schnell enttarnt. Ich überlege gerade, wo sind die Kameras? Eine ist in der Hütte. Und die anderen Kameras, ach, die sind da in diesem Zwischengeschoss. So, was nehmen wir da mit? Eine Waffe bringt uns beinahe nichts. Dann nehme ich höchstens mal die Krugermeier mit. Ein Gift könnten wir auf jeden Fall gebrauchen, denke ich. Dass man so ein bisschen in die Nahrung mischen kann. Und was will ich denn noch mitnehmen? Vielleicht eine EMP-Ladung für die Kameras. Ich glaube, bei der Hütte könnte das ganz gut helfen. Dann könnte ich mir noch irgendwelchen Scheiß schmuggeln, einen Dietrich oder so, aber brauchen wir, glaube ich, gar nicht. So, dann machen wir erstmal so ein bisschen Scouting, ne? Gucken uns um und finden mal raus, was, wo, wie, wann. Und dann werden wir eiskalt zuschlagen. Good evening, 47. Hi. Our on-site intelligence has confirmed that the target has arrived at the restaurant and that his security team has already swept the area. Good hunting. Okay. Da
Da müsste ich irgendwie hin. Da komme ich hier hinten durch. Ich überlege gerade, wie man da am schnellsten hinkommt. Hey Waiter, what's up? Hey, yo. Ich denke eigentlich hier durch. Da müsste man doch. Achso, da muss man sich hier aber überall durchs Büro schleichen, ne? Window frames like Swiss cheese. Ja, da komme ich gar nicht dahin, wo ich gerne hinkommen wollen würde. Ich habe Kameras. So close to the ventilation fan. Whoa, relax, Chief. I got it covered, okay? Besides, even at very large doses, this compound, it's not lethal for humans. I mean, okay, yeah, sure, it knocked you out for a bit. And, it gave you a headache, probably, but, that's about it. Well, too. So, hier hinten raus, da bin ich auch relativ unauffällig. Na, ist das, glaube ich, ja, genau. Die Sicherheitshütte steht auch dran. So, wo sind die Kameras? Ich sehe die gar nicht von hier aus. Ich nehme mal hier irgendwas mit, ne? Ich brauche ein bisschen Zeug, um Leute abzulenken und so. Ja, wo sind die denn? Sind die hier direkt dahinter? Ich finde die Kamerateile nicht. Sind die gar nicht hier? Haben sie die rausgenommen? Okay, das ist natürlich schon mal ungünstig eher. Dann machen wir uns mal auf den Weg, vielleicht einfach in die Küche und so. Da muss ich halt ein bisschen aufpassen, nicht in Kameras reinzulaufen. Wobei ich natürlich glaube, dass hier draußen direkt eine ist. Ja. Komme ich hier rein? Nee. Dafür brauche ich irgendwie eine Karte, die ich natürlich nicht habe. Das heißt, ich bin jetzt hier erstmal ganz umsonst außen lang gerannt. Ich will auch nicht unbedingt durch den Keller reingehen. Ups. Ah, okay. Da ist ein anderer Kellner, der mich durchschaut. So, zu sehen war der Typ oben. Hier ist bestimmt irgendwo noch. Nee. Doch. Irgendwo ist da noch einer. Da hinten. Hey, any free tables? I can barely bring myself to look at this. God, the reek. The filthy blend of shades. I'm quite faint. Anyway, do I really have to repeat everything? No. I don't actually taste the food, I experience it. Don't you understand? Wenn ich jetzt einen unauffälligen Sprengsatz hätte, ne? Ich könnte den direkt hinten an seinen Stuhl schmeißen. Mit einer Propangasflasche, ne? Das müsste, glaube ich, noch als Unfall gelten. Feuerlöscher gehen nicht mehr, leider. Kann ich in der Küche irgendwo eine Propangasflasche organisieren? Bewegt er sich? Nee. Das ist jetzt blöd. Aber erstmal nicht schlimm. Ich gucke hier nur mal. Nee. Vergiss es. Selber.
Verbrechen wurde bemerkt. Haben die keine Propangasflaschen, sag mal? Hey, stopp! Ja, das ist total merkwürdig. Hier? Also ich bin ja als Kellner nicht unbedingt unauffällig, stelle ich fest, ne? Ja, wir starten nochmal neu. Also okay, das mit der Hütte hinten funktioniert schon mal nicht. Das Mist. Good evening, 47. Our on-site intelligence has confirmed that the target has arrived at the restaurant and that his security team has already swept the area. Good hunting. So, ich suche Propangas. Need more napkins. Wenn ich hier runtergehe, vielleicht in Richtung Keller. Na, ich guck erstmal hier oben lang. Hier ist nämlich auch so ein heißer Kandidat für. Da könnte es Propangas geben. Gibt's aber nicht. Ja, was ist denn los? Hier gab es früher immer ständig überall Propangas. Jedenfalls in meiner Erinnerung ist das so. Wahrscheinlich rennt er auch irgendwann noch rum, ne? Und ich müsste jetzt gar nicht unbedingt hier. Hast du keine Kamera? Okay. Gar nicht unbedingt suchen. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Hier nicht so ein Wachmensch stehen. Ein Sicherheitsmensch. Der Feuerlöscher bringt mir nichts. Ein Brecheisen bringt auch nicht viel. Propangas, Leute. Ich könnte jetzt bestimmt durch den ganzen Keller rennen und welches suchen. Das muss ja irgendwo oben bei der Küche auch welches geben. I left a tip. Leave me alone. Wow, unfreundlich. So, vielleicht ist die Kellnerverkleidung gar nicht so geil. Obwohl, sein seine Sitzecke da wird halt schon bewacht, ne? Da kann ich auch nicht unbedingt hin. Er sitzt da auch echt lange. Also, sobald ich rausgefunden habe. Wo es hier Propangas gibt, ist der Typ sowas von erledigt. Feuerlöscher, ich will kein Feuerlöscher. Now they're not even letting guests inside. The lounge. They closed it off. Yeah, the cross people. I mean, it's like they're taking over the place room by room. As if the noise wasn't enough. Well, of course he's spoiled. That's sort of my point. Usually when rock stars make outrageous. So, hier vielleicht. So, graue Propangasbehälter, ne? Die liegen hier normalerweise überall. Ja, hier habe ich ja auch schon überall geguckt. Yes, I am well aware that the cake topper is missing, but can't it wait? We're tremendously busy here. It's only numbers! I'm sure Jordan Cross doesn't need a cake to remind him how old he is. Thomas Cross. The cake was his idea. Hier wird gekocht. Hier müsste es doch sowas geben.
Gibt's aber nicht. Ich fasse es nicht, Leute. Ich habe so eine brillante Idee und dann scheitert das einfach daran, dass ich hier kein Propangas finde. Was ist der Kuchen? Vegan Birthday Cake. It's ridiculous. Ja. First it was high carb, low fat. Then it was high fat, low carb. And now sugar is just even harder. Na gut, vielleicht finden wir noch eine andere Gelegenheit, falls er sich irgendwann mal bewegt. Ich kann ihn ja auch... Ich kann ihn auch nicht ansprechen. Okay, zur Not renne ich raus in die Gartenhütte. Da müsste es sowas auf jeden Fall geben. Also hier wieder runter. Und dann hier, ja, ich renne gleich vorne wieder raus. Apparently they had this huge row in the middle of the night. Cross and his manager fighting, huh? Well, bring on the gossip. Mister, you are kind of cramping our style. Da komme ich auch nicht rein, da bräuchte ich so ein Codekarten-Lesegerät. Nein, kein Gerät, sondern eine Codekarte. Me, I have selective hearing. I can tune out just about anything. Isn't the recording studio Waiting tables like your life depended on it. Good job. Mhm. Ich krieg hier echt die Krätze. Als wenn es hier keine einzige Propangasflasche mehr geben würde. So, was ist der effizienteste Weg? Durch die Küche. Wie komme ich denn von hier aus in die Küche? Da muss ich hier durch die Lobby und die Lobby hat überall Kameras. Und potenziell auch Leute, die mich durchschauen. Da zum Beispiel. Ist ja schon mal nicht so geil eigentlich. Da gibt es gar keine Kameras. Ups, aber Leute, die mich durchschauen. Ah. This looks ja, schon wieder. Interesting. Okay, also das ist dann wirklich irgendwie der... Und er sitzt immer da. So, interessante Frage für zwischendurch. Wie zünde ich das Ding unauffällig? Ich teste mal. Jeez. Hey, you dropped something. Hm, war Absicht. Kann ich das mit so einem Ding zünden? Sorry, I think you lost something. Kann sein. Okay, move in. Stay on your toes. Das geht. Das geht sogar richtig gut. Good evening, 47. Our on-site intelligence has confirmed that the target has arrived at the restaurant and that his security team Na, dann machen wir uns mal auf den Weg. Durch die Lobby wahrscheinlich, ne? Das dürfte der schnellste Weg sein. Ich hätte gerne noch irgendwas zum Werfen irgendwie. Ah, vielleicht kann ich hier eine Kokosnuss oder sowas mitnehmen.
Weil da steht ja noch ein Polizist, den würde ich natürlich super gerne ablenken. Oh ja. Funny stuff. Aber ich finde hier gerade keine Kokosnüsse. Ach, es wäre schlecht. Ich finde schon wieder nichts. Gar nichts. You're no quitter. I've got to give you that. Look, I can fix this thing. I'm homing in on the problem. Just gotta. Damn it! Ah, da findet sich schon irgendeine Lösung. It's not about that. Ach, nicht vorhin Hammer oder sowas von? Keine Ahnung. Kann ich hier eine Dose, wenn ich dann. Ja, okay, aufschießen, vergessen wir mal lieber. Da steht ein Typ direkt daneben. Ist hier irgendwie was? Nee. Na gut. Dann machen wir das halt so. Oh, da ist gerade. Ich? Nee. Kannst voll knicken. Ich mach das nicht. Kann ich hier nicht irgendwie von der Bar was klauen? Den Typen müsste ich irgendwie loswerden. Cleaner or some such. Are you wearing cologne? Well, my girlfriend's a perfumier and she Stop it. Are you trying to kill me? Is this some sick joke? You know I am coming to visit your little establishment and you decide, lovely, let me utterly cack all over it. Is that it? I assure you, sir, I never thought I can barely breathe, you beast. I shall have to recalibrate my entire experiential baseline. Oh no. But don't you think for one moment that your little trick will work? Nobody fools Wen Tsai. You shan't conceal this mediocre experience beneath the reek of tile cleaner. Wow. Okay. Richtig netter Typ. Jeez. Hey, who's gonna clean that up, huh? Ich würde denken, das steht da sehr gut. Man candy. No. Sir, I think you dropped some stuff. The juice has no life. How did you remove all the texture from this? So, und wenn ich das aber jetzt sprenge, erwischt es den Polizisten hier mitten. Ich glaube, so eine krasse Reichweite hat es nicht, ne? Ah, ja, schon wieder. Den lassen wir noch durchlaufen. Und dann können wir uns das Ganze von hier so ein bisschen angucken. Mal gucken, wen es alles erwischt. Und dann bin ich hier ganz schnell raus, hoffe ich. Was? Ist der denn geflogen? Ja, ich muss hier auch raus. Ja, das Propangas direkt unter seinem Stuhl. Das war ziemlich awesome. Der ist auf jeden Fall geflogen. Und den Polizisten da hinter der Wand hat es nicht erwischt. Da hatte ich ein bisschen Bedenken, aber hey, geht. Das ist eigentlich voll die einfache Methode. Das Problem mit der Methode ist, dass in den neueren Episoden, nenne ich es einfach mal, die Leibwächter meistens nicht so weit von ihren Zielen weg sind, wenn die irgendwo sitzen, ne? damit man genau sowas nicht machen kann. Aber ansonsten Propangas als Unfall immer noch top. Was haben wir denn geschafft hier eigentlich? 3 Minuten 59 mit rumbummeln. Ein Gummientensonntag. Das ist, glaube ich, einfach nur sprengen sie ein Ziel in die Luft oder sowas, ne? Müssen wir gleich nochmal schauen. Ja. Nee, kann ich gleich nicht nochmal schauen. Na gut. Das war ja dann tatsächlich ziemlich einfach. Überraschend dann.
Ich dachte, ich müsste mit Gift irgendwas machen, ne? Aber er sitzt da halt wirklich die ganze Zeit scheinbar. Und als nächstes sollen wir Walter Williams erledigen. Oha. In Paris. So, ich wollte noch mal gucken. Nee. Das war ja schon mal komplett falsch. Bei Zielorte. Bangkok. Gummienten Sonntag. In welche Kategorie gehörst du? Hier. Eliminieren Sie ein Ziel mit einem Sprengsatz. Verstecken Sie alle Körper und bleiben Sie unbemerkt. Na gut, Körper versteckt, ja. War halt ein Unfall, ne? Dann zählen die automatisch als versteckt. Ah, das ist auch interessant. Cool. Dann würde ich sagen, Jungs und Mädels, war es das aber wirklich. Beim nächsten Mal dann wieder Paris so ein bisschen scheinbar. Walter Williams. Kann ich mich nicht dran erinnern, ob ich den schon mal getötet habe im ersten Teil oder nicht. Wir werden es auf jeden Fall beim nächsten Mal rausfinden, wie das funktioniert. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.